Willkommen zurück zu meinem Let's Play Imperialism. Ich bin's, euer Odo, und ich führe hier Odostan in eine schöne neue Welt. Wir sind gerade dabei, unseren nördlichen Nachbarn Lok oder Loki oder Loke vollends zu erobern. Hoffentlich schaffen wir es auch. Das werden immer mehr Truppen da drinnen. Ist es jedes Mal was anderes? Ich meine, der zeigt mir einfach irgendwas, glaube ich, an. Naja, wir werden schon sehen, wie das ist. Ich habe auf jeden Fall jetzt zwei Regular Infantries noch dazu gebaut. Oder? Warte mal, Regular Heavy Infantries auf jeden Fall. Die halten ein bisschen mehr aus. Und das sollte doch gelacht sein. Also wir sollten das doch irgendwie schaffen, dass wir dieses Gebiet erobern. Ja, schauen wir mal. Ich überlege gerade, kann man sich diese Gebiete anschauen? Gibt es da irgendwas Spe gibt's da irgendwie. Gibt es da extra ein Ding, wie man sich diese Sachen anschauen kann? Na, das sind diese Villains. Die will ich eigentlich gar nicht sehen. F7 ist Navy. F8, F9, F10. Nein. Kann man sich seine Städte nicht anschauen irgendwie? Nö. Naja, gut. Ist egal. Hier den Status könnten wir uns anschauen. Wir sind nicht die Besten, aber die Zweitbesten. Interior Strength, was auch immer das sein mag. Diplomatic Strength, das sind wir ein bisschen schwach. Liegt vielleicht daran, dass wir einen Krieg erklärt haben. Military Strength sind wir aber definitiv die stärksten zurzeit. Merchant Marine ist etwas schwächer geworden, aber das brauchen wir auch gar nicht so stark, weil wir haben ein sehr rohstoffreiches Land eigentlich. Wir kommen relativ gut klar derzeit noch. Wobei es kann natürlich sein, dass ich mich da ein bisschen verplant habe und eigentlich mehr in meine Industrie investieren hätte sollen. Na gut, aber unsere Exporte laufen gut. Unsere Industrie ist, naja, sagen wir mal, eher lächerlich, aber noch immer besser als in Zinn, wie unsere Verbündeten sind. Na super. Arbeitskraft ist offensichtlich auch schlecht jetzt. Habe ich eigentlich gedacht, dass es besser sein müsste. Overseas Profit, weiß ich nicht, was das ist. Internal Transport, das immer war relativ gut. Okay, na gut. Ja, da gibt es nichts mehr zum Anschauen für dich. Es tut mir leid, aber wenn wir das erobert haben, gibt es auch nichts für dich zum Anschauen. Also wir sind zwar rohstoffreich, was Baumwolle und was vor allem Holz betrifft, aber Erz ist jetzt nicht so großartig. Naja, gut. Kann man nichts machen. Gut, meiner. Warte mal. Wo haben wir denn das Eisenerz hier? Dort gehst du hin, weil dort werden wir als nächstes dann ausbauen. Nächste Runde, wenn wir die Forschung haben. So, Entern. Wir haben Furniture verkauft und etwas Geld gemacht. Sehr gut. Aber leider hat uns keiner Eisen verkauft. So, Square Set Timbering allows miners to improve coal, iron, gold and gems mine to level 11. Naja, soll sein. Und wir haben einen Forester. Your Excellency. Exciting new technologies are awaiting. Ja, was auch immer. Navy seeks more funding. Ja, sollte man vielleicht irgendwann mal machen, in die Navy investieren. Stock Market, Bear, Bull, interessiert mich nicht. Oder? Analysts reveal they are not able to predict the direction the stock market will take. Schon damals wusste man das nicht. Na schau an. Cotton is king. The new fabrics of choice are made of cotton. Persons of high fashion are seen about town dressed in muslin or calico, both made of this crop. Some now call white gold. Das heißt, Woolens are outdated and boring. Ärgerlich. Na gut. So.
So, warum warst du eigentlich, warum fragst du mich dich eigentlich? Wo wollen wir hinbauen? Da in die Mitte? Nein, da werden wir hier bauen, weil da haben wir auch Kotten. Das heißt, wir bauen da so in diese Richtung weiter. Du baust auch so weiter, weil wir wollen Malon erforschen. Und du wirst da ausbauen. Und du baust mal hier aus. So, wir haben jetzt drei Regulars, zwei Heavy Infantry, zwei Heavy Cavalry und drei Heavy Artillery. Wird das reichen? Ich hoffe es. Naja, schauen wir mal. Attacke. Wenn es nicht reicht, haben wir halt auch Pech gehabt. Ich wusste es, wir haben zu wenig Eisen jetzt natürlich. Achso. Das wieder weg. Das hier. Mehr als drei Eisen werden wir jetzt am Anfang eh noch nicht haben. Jetzt können wir sowieso nur drei produzieren. Das heißt, mehr als drei Kohle brauchen wir jetzt auch nicht. Außerdem haben wir Kohle noch auf einen Haufen als Vorrat. Gut, dann machen wir als erstes einen Meister. Lieber wäre es mir eigentlich gewesen, wenn wir den auch noch umwandeln können, aber das wird sich nicht, das wird es nicht spielen. Da haben wir genug. Da haben wir auch genug. Da könnten wir rein theoretisch, wenn wir mehr Arbeitskräfte hätten, eins mehr produzieren. Ah, okay. Nein, wir haben zu wenig Arbeitskräfte, tatsächlich. Na gut, soll sein. Nächste Runde bauen wir die auch noch aus. Jetzt machen wir wieder ein paar Arbeitskräfte mehr. Na. Lass mal 2 und 2, das passt schon. Verkaufen, das verkaufen wir, das verkaufen wir, das verkaufen wir. Und wir wollen Eisen. Gebt uns all euer Eisen, wenn irgendwie möglich. Okay. Ende des Zugs hoffen wir aufs Schlimmste. Our forces are attacking the province of things. Na, das. Do you wish me to deploy the troops for your, for you? Nein, will ich nicht. Kanzler, das mache ich selber. So, was wir brauchen, ist auf jeden Fall. Na, das ist eh nicht so stark eigentlich. Naja. Stark genug. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist, wir müssen diese Artillerieeinheit irgendwie ausschalten. Und ich habe mir das letzte Mal schon überlegt, wie wir das am besten machen. Zunächst mal werden wir da mal ein Loch reinschießen in die Mauer mit unserer Artillerie, weil das können wir von diesen Positionen hier, die ganz vorne sind. Da werden wir nämlich nicht von der Artillerie getroffen, aber gleichzeitig können wir auf die Wand schießen, weil die Artillerien können gleich weit schießen. Dann im nächsten Moment machen wir Folgendes, also sobald wir da zwei Löcher drinnen haben oder drei, werden wir mit unseren Infanterien hier in etwa bis hierher vorlaufen. Und ebenfalls mit allen drei Artillerien so weit wie möglich vorgehen, wie es geht. Wenn wir mit der Infanterie zuerst vorgehen, schießt einmal die Artillerie zuerst einmal auf die eine Infanterie, die da vorne steht, die reinrennt in ihr Range. Das heißt, die Artillerie kann nachher zwar noch einmal schießen, bevor unsere Artillerien dran sind, aber eine Artillerie von uns kann dann noch einmal auf die Artillerie schießen. Das bedeutet, diese eine Artillerie wird es schaffen, diese Artillerie zur Flucht zu bewegen. Wenn die flieht, können sie nicht mehr rausschießen und dann müssen sie gezwungenermaßen rauskommen. Und wir sind dann hier in der verteidigenden Position mit der letzten Artillerie und warten auf sie. Ist das ein Plan? Das ist ein Wahnsinnsplan. Ich bin so gut. So. Du kommst daher.
Du kommst daher. Du kommst daher. Du kommst daher. Ah, die Kavallerie lassen wir jetzt mal hinten stehen. Das ist eh so schnell. Eine Artillerie kommt hierher. Eine kommt hierher. Und die dritte kommt hierher. So. Ja, gehst du mal daher und bleibst mal stehen. Du bleibst auch stehen. Du bleibst auch stehen. Du bleibst auch stehen. Du gehst einmal daher. Bleibst auch stehen da wieder mal. Okay. Gehst einmal daher. So, kannst du schon auf das Ding schießen? Nein, du bist noch ein bisschen zu weit weg. Kannst jetzt drauf schießen? Ja, aber du kannst nicht mehr schießen, nachdem du dich bewegt hast. Also du bleibst einmal da stehen. Ja, vielleicht für die Leute, die es interessiert, die dort, wo grüne Punkte sind, dort kann man hingehen, ohne dass der Feind auf einen schießen kann. Das rote ist gefährlich, da kann die Artillerie auf uns schießen. Ja, das kann ich jetzt auch da angreifen. Sehr gut. Du bleibst hier stehen. Das heißt, solange wir im grünen Bereich sind, sind wir im grünen Bereich und können nicht angegriffen werden. Sobald wir im roten Bereich sind, können wir angegriffen werden. Das ist nicht gut. Das wollen wir nicht. So, Artillerie, schieß mal. Bam. Und du auch. Bam. Und du auch. Bam. Weil wir haben schon das letzte Mal gesehen, wenn wir nur oft genug auf das Vorschießen, dann hört das auf zu existieren an und für sich. Und wir schießen nochmal das vor. Bam. Und nochmal das vor. Bam. Und come on, zerschießt das Ding. Schuss. Und Schuss. Ha, das erste Ding ist hin. Sehr gut. Wir gehen bereits in Position. Das eine schießen wir trotzdem noch leer. Ah, okay. Der kann da nicht drauf schießen. Mist. Der steht von der Position schlecht. Na, passt schon. Ach, weh. Ja. Und, na komm schon. Du kannst ruhig klein schießen, damit wir dann durch können dort. Steht noch immer. Nach welchen Kriterien wird das wohl passieren? Hier steht nicht, wie viel Hitpoints das Ding hat und wie oft du es treffen musst, dass es hingeht. 100 ist jetzt hin? Nein. Vielleicht ist es aber auch eher zufällig, ob es kaputt geht. Das wäre doof. Wenn es zufällig ist, müssen wir da wahrscheinlich noch ewig warten jetzt. Aber eine gute Belagerung funktioniert nur mit Geduld. Ich bin ungeduldig. Ich hätte sie vielleicht doch bewegen sollen da oben. Die Ungeduld hat sich ausgezahlt. Wir sind belohnt worden. Na, die schicke ich nicht vor, weil die halten das
Kavalleriefeuer definitiv nicht aus. So, du gehst ins Geschützfeuer. Jetzt davor, er hält jetzt relativ viel aus. Das wäre schön, wenn ich auf den noch schießen könnte, aber kann ich jetzt nicht mehr. Naja, gut, dieses Ding ist kaputt, sagen wir mal. Wenn ich da jetzt reingehe, schießt dann die Artillerie wieder auf mich. Nö. Du bleibst hier stehen. Du bleibst auch stehen. Du bleibst auch stehen. Du bleibst auch stehen. Du ebenfalls. Ha! Sehr gut. Wir schießen noch vor der Artillerie. Die schießt nirgends mehr hin. Sehr gut. Kavallerie geht mal daher. Die Kavallerie geht mal darauf. Du bleibst hier stehen. Du gehst daher, um die Artillerie zu schützen. Du ebenfalls. Sehr gut, sehr gut. Perfekt. So. Kavallerie. Und ran mit euch. Au, au. Na, schau das an. Feiglinge, lauft ruhig. Okay, du bewegst dich nicht mehr. Aber gibt es tatsächlich noch einen, der so gut drauf ist, dass er zurückschießen kann? Ha, wir haben niemanden verloren. Und wir haben Loke City erobert. A Province of Loke. Okay. Das war's mit Loke. Krieg führen wir keinen mehr. Das war gut. Das war gut. Wir sind so super. Und wir haben ein Tool verkauft an Hulschen. So. Controlled, 12 controlled. Other Minor Nations, 18. 26 zu 12 hat er gewonnen. Ist das arg? Den böse, böse.
Da stimmen einzelne Regionen nur ab. Das heißt, der hat aus Wodan nicht 4 Stimmen gekriegt, sondern nur 2. Aber aus Zazi hat er 4 gekriegt und aus Bram auch. Schau dir was an. Huschen hätte ruhig für mich stimmen können. Na schau an. Also ich bin nicht der Chefe. Na gut, soll sein. Your Excellency, I'm pleased to report that due to our glorious conquest of the capital of Loke, our new troops will be trained in an expanded armory and start with 1 medal. Na schau an, das gefällt mir was sehr. Was ist eine expanded armory? Will ich gar nicht wissen. Spicy food, good for hot climate. Gut. Odos dann takes Loke City. Ha! The province of Loke City in Loke was overcome by the armies of Odostan. Wir sind so gut. The new rulers have not yet announced new policies, but the governor was immediately replaced by the appointment of an official known to be loyal to Odostan. Apothecary Act passes, explorers discover secret island. Na gut, wir machen hier weiter. Wir machen hier weiter. Das haben wir. Gibt es da noch irgendwas zum Verbessern? Da haben wir alles. Wir sind leider keine Ranger. Schade eigentlich. Farmer sind keine Ranger. Das ist tatsächlich nicht so nett, weil wenn wir Ranger wären. Ah, warte mal, wären das da ausbessern vielleicht? Oder das da. Ja, da werden wir bauen. Und dort werden wir das nächste. Hoffentlich das nächste Depot hinbauen. Gut, ihr werdet alle zurückgehen nach Odostan. Our internal transport network can only handle a force of size 6. You have selected a force of size 13. Wieso 13? Sind ja gar nicht 14. 3, 5, 8, 10. Ich bin mir nicht ganz sicher, was sie mit 14 meinen, aber gut soll sein. So, na dann schicken wir mal 2 davon, einen davon und die beiden hin. Geht sich das aus? 2, 4, 5. Wahrscheinlich sind die doppelt wert. Was ist jetzt? Gut. Gut, wir brauchen Eisen. Eisen, 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 Eisen. Wir konnten kein Eisen kaufen. Warum wohl? Weil uns alle hassen. Niemand liebt uns. Wir sind so arm. Aber wir können jetzt einmal den da ausbauen. Dann haben wir mal da wieder einen mehr. Wow, das schaut aber cool aus, das Vor. Können wir jetzt irgendwas Neues bauen? Nö. Sind sie billiger dadurch? Nö. Was ist daran dann expanded? Können wir vielleicht mehr auf einmal bauen? Kosten die Sachen weniger? Nein. Kosten noch immer gleich viel. Also mit dieser Kriegstaktik, die ich da vorhin hatte, die glaube ich geht ganz gut. So, aber dann ist aus. Jetzt können wir noch mal, einmal können wir noch 3 bauen, aber dann ist. Dann ist leider aus. Mehr interner Transport.
Nature, Clothing. Machen wir das so. Nächste Runde können wir noch einen Meister ausbilden. Ja, wir verkaufen einfach das Zeug wieder. Und wir schauen. Ich hoffe, irgendjemand verkauft uns ja doch noch irgendwann einmal was. Aber ich fürchte fast. Ich fürchte fast, das wird so nicht funktionieren. Vielleicht sollten wir auf Vorrat schon mal Wolle kaufen. Wie viel Wolle haben wir denn im Vorrat? Eine Baumwolle. Weil dann könnten wir über kurz oder lang auch diese Fabrik mal ausbauen. Das sollten wir so oder so irgendwann einmal tun. Wir brauchen jetzt vor allem mal Arbeitskräfte. Und vielleicht irgendwann mal einen Ranger, damit wir die Schafe auch wieder. Ja, weil wenn wir die Schafe haben, wo haben wir denn da die ganzen Wollfelder? Das haben wir derzeit maximal ausgebaut. Da können wir noch einmal eine Wolle mehr kriegen durch einen Ausbau. Da kriegen wir dann auch zwei Baumwolle her, wenn wir da hinbauen. Da können wir auch noch mal zwei holen. Ja, kurz oder lang können wir zumindest ein bisschen unsere Wollproduktion auffetten. Mit Holz werden wir, glaube ich, nie wieder Probleme haben. Da bauen wir erst einen Bahnhof hin, wenn wir wieder Essensprobleme haben, was ich nicht glaube, dass uns das so bald passieren wird. Weil Essen produzieren wir definitiv genug. Na gut. Kein Mensch bietet uns Eisen an, weil jeder uns hasst. Na, Pont hasst uns gar nicht einmal so sehr, aber die bieten nur ein Eisen an und Cam wird auch nicht gerade geliebt. Modun, aber hingegen schon. Naja, so ein Krieg ist halt dumm. Selber schuld. Warum machen wir das auch? Okay, Blood Transfusion Theory tested. Dr. Thomas Blundell of Guy's Hospital was unsuccessful in his attempt to transfer new blood to a patient under his care. The procedure was not an unqualified failure. Even though the patient did indeed expire, his condition has since stabilized. Oh, schau an. Obwohl er verstorben ist, ist das nicht so schlimm, weil sein Zustand immerhin stabilisiert wurde in diesem Zustand. Das ist nicht schlecht. Okay, wir haben außerdem die größte Glocke der Welt. Gut, so, machen wir da weiter. Und das haben wir auch verbunden. Können wir euch auch daher transportieren? Okay. Lassen wir noch einen da. Tatsächlich, der war 2 wert. Und ihr macht's Garnison. Ah, die hätten zu Fuß gehen können. Man hätte zuerst daher und dann darüber. Naja, wurscht. Eigentlich egal. Das wird schon noch werden. So, Transport. Wir haben noch ein Transportdings mehr. Sehr gut. Das nutzen wir doch glatt, um sicher keine Kohle zu holen. Die haben wir mehr als genug. Essen. So, Your Excellency, the great power of Deneb has a text.
textile industry with a capability more than double of ours. Naja, das ist jetzt nicht ganz so schwer. Aber wir haben insufficient materials, das heißt, das können wir jetzt auch nicht machen. Eins und eins fehlt uns. Ja, und das wird uns auch weiter fehlen, solange wir da weiterbauen, die Tools. Und jetzt eine Runde mal aussetzen. Wir werden noch einen Meister bauen. Wir werden die jetzt alle mal ausbilden. Sollte das eigentlich kein Problem mehr darstellen. Okay, das können wir eigentlich machen. Gut. Kommt schon, wir wollen Eisen. Seid so lieb und gebt uns Eisen. Keiner bietet uns Eisen an, ich hasse euch alle. Immerhin, Hurschen hat mit uns gehandelt. Luddites go on rampage, claiming that machines are causing the deaths of craftsmen and the enslavement of workers. A crowd of Luddite supporters broke into a factory today and smashed machines and equipment. Ja, stimmt, das gab es tatsächlich im Industriezeitalter, dass die Leute Maschinen gestürmt haben, weil sie gemeint haben, die nehmen ihnen die Arbeit weg. So, Peter Manufacturer isolates new substance. Hey! Die Chemie war wundervoll in diesem Zeitalter, so viele neue Entdeckungen. Object found without practical use. Owing to pressure from the public, an inventor has marketed a device called the kaleidoscope, a metal or wooden tube in which one sees light through cut-colored glass. The kaleidoscope is mildly interesting for a few minutes, after which it sits on a side table. Okay, sehr gut. Sehr gut. Wir haben ein Kaleidoskop entwickelt. So, jetzt haben wir das. Wenn wir da herbauen, dann können wir da einen. Also wie schon gesagt, ich habe da gesehen, dass die Leute meinen, man müsse hier keine. Yes, Eisen. Mehr Eisen. Bauen wir da weiter aus. Aus. Und du auch zurück in die Hauptstadt. Wo ist unsere Hauptstadt? Verdammt. Wir sind zu weit gegangen. Wahnsinn. Unser Netz an Eisenbahnen ist schon großartig. Ja, hey, das bringt sogar zwei Eisen. Ist das super? Das ist ja absolut genial. Da brauchen wir eh nur noch 8. Auch nur 8. Perfekt! Unsere Stahlindustrie brummt. Brumm, brumm. Hahaha. Sehr gut ausgezeichnet, ausgezeichnet. Tools. Brauchen wir sowas? Wir brauchen mehr Transportmaterialien. Ach so, nein, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Nö, 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 nö. Tut mir leid, ich muss das da ausbauen. Das heißt insufficient materials. Was fehlt uns denn? Holz natürlich. Ja, klar. Was haben wir jetzt? Himmel. Nichts kann man hier machen, ohne dass einem alles vergällt wird. Kann ich es jetzt ausbauen? Ja, jetzt kann ich es ausbauen, sehr gut.
Ehrlich, dafür kann ich das jetzt nicht mehr weiter betreiben, diese Runde. Und Papier habe ich natürlich auch nicht genug. Na gut, soll sein. Na dann. Warum hat noch einmal mehr Konserven? Was soll's? Besser zu viele Konserven zu haben als zu wenig, sagen wir mal so. Wahnwitz. Die wollen wir nicht verkaufen, weil die produzieren wir diese Runde nicht. Und die ist mir eigentlich wurscht, weil ich habe keine Ahnung, noch immer nicht, wozu ich die überhaupt brauche. Und das werden wir zwar weiter versuchen zu kaufen, aber... So, was können wir jetzt eigentlich machen, damit uns die Leute mögen? Wir könnten in Hurschen mal dann eine... Dings hinbauen. Eine... Botschaft. Wie ist denn das eigentlich mit Wodan? Wen mag Wodan? Den er braucht. Bietet Wodan Eisen? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich einfach nicht. Wir sollten uns die einzelnen Gebiete genauer anschauen und schauen, wo die Leute schon irgendwas hingebaut haben. Ich finde das interessant, wie der Computer seine Eisenbahnen baut. Aber der hat da auch keine Eisenbahn in Brigadoon. Na gut, der hat seine Eisenbahnen überhaupt ein bisschen seltsam. Ich finde das echt nicht nett. Der hat da Gold. Ich habe kein Gold. Wieso hat der Gold? Mist. So. Oh, du. Böses Ordun. Deneb. Ist Deneb da unten? Ist Deneb. Also vielleicht mache ich doch irgendwas falsch. Ich dachte eigentlich, dass ich das sehr schön mache, aber irgendwie machen die das ganz anders. Der hat auch Gold. Wieso hat... Ach Gott. Die Idioten. Wie ist das mit Sim, meinem Verbündeten? Der hat echt ein Problem. Warum ist gerade der mein Verbündeter? Der hat ja gar nichts. Ah, der müsste aber Eisen haben. So viele Berge, wie der hat. Na gut, was haben wir da? Wie geht's diesen beiden Großmächten? Auch nicht so schlecht. Haxaku. Wie Gold und Kohle. Das ist aber arg. Wieso haben die zwei Sachen da drinnen? Wieso habe ich sowas nicht? Was kann man mit Gold machen, frage ich mich gerade. Hat er da einen Hafen? Nein. Boah, schöne Felder. Schöne Gebiete. Also zumindest was die Wolle betrifft, hat der wahrscheinlich weniger Probleme als ich. Gut, und da haben wir noch diese Typen. Und auch bei denen schaut das ganz schön aus. Aber andererseits, ich darf mich nicht beschweren, das schaut eigentlich nicht so schlecht aus bei mir. Na gut, Herrschaften, an dieser Stelle werde ich für heute wieder Schluss machen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis zum nächsten Mal, also bis übermorgen. Bis dann.